Es gibt keinen Diamanten, der schöner glänzt, der eine edlere Aufgabe hat. Wenn man ein Schmuckkästchen öffnet, glitzert das darin verborgene Juwel. So sieht es aus, wenn man in Hevisan kommt, das Schmuckstück des Badetourismus. Der dampfende See bringt tausende Geheimnisse, aber wenn man erstmal in das streichende Wasser eingetaucht ist, spielen die Geheimnisse keine Rolle mehr. Der Hevise See ist der größte, auch biologisch aktive, natürliche Thermalsee der Welt. Die Wassertemperatur des Sees kann 37 Celsius erreichen und fällt nie unter 24 Celsius. Wer sich im Winter lieber aktiv erholen möchte, kann auch organisierten Paddeltouren auf dem unvergleichlich schönen, märchenhaften Hevisbach teilnehmen. Gelegentlich ist der See auch zum nächtlichen Baden geöffnet, was durch Musik vom Ufer auch noch vergnüglicher wird. Die bedeutendste Pflanzenart ist die Seerose, die zum rosafarbenen Symbol der Stadt Hevis geworden ist. Auf der Grundlage der medizinischen Eigenschaften des Sees hat die Stadt ihr eigenes Markenzeichen geschaffen, die Heviser traditionelle Heilmethode, die heute zum ungarischen Kulturerbe gehört. Das erste und wichtigste Element der Kur ist das Baden. Der zweite Faktor ist die pflanzliche Heilschlamm, der vom Boden des Hevissees bedeckt. Sie können den Torschlamm sogar in Form von Seife und Cremes mit nach Hause zu nehmen. Der dritte Teil der Kur ist das Gewichtsbad, eine Erfindung von Dr. Karol Moyle, einem verstorbenen Arzt aus Hevis. Sein Ziel ist es, die Wirbel und Wirbelsäule auseinander zu bewegen, die Wirbelsäule zu stärken. Trinkbrunnen, Massage, Bewegungstherapien, Physiotherapie und Hydrotherapie sind ebenfalls ideale ergänzende Behandlungen. Hevis ist auch ein beliebtes Ziel für die Liebhaber der Aktivtourismus. Spaziergehen, Radfahren oder Laufen sind ein fester Bestandteil der Aktivitäten der Besucher. Hevis ist nach Budapest die zweitbeliebteste Stadt Ungarns. Die Gäste können aus einem breiten Angebot an Hotels, Pensionen und Privatankünften wählen. Für Besucher gibt es zu jeder Jahreszeit Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreiche Programme. Der Kunsthandwerker und Bauernmarkt, das Egrettviertel, mit seinen Arpadkirche, dem Kalvarienweg, sind nicht zu übersehen. Aber die Stadt hat auch eine Reihe von Kirchen unterschiedlicher Religionen für die Gläubigen. Der Kurort hat zu Recht mehrmals den Titel Ungarns berühmteste Stadt erhalten.